Der Flagship Store ist in bester Lage auf der Königsallee, neben Luxusmarken wie Gucci und Prada. Barbara Freres verkauft seit 45 Jahren Kindermode und beschreibt sich selbst als Modekuratorin für Kinder. Einzelne Stücke ihrer ausgewählten Kollektion kosten mehr als 1000 Euro. Die Produktion und der Kauf von diesem Kleid ist verbunden mit Liebe, mit Emotionen. Weil das bleibt auch in der Familie für die zweite Generation. Die Fotos, die gemacht werden mit dem Kleid für das Mädchen vor Weihnachten, vor dem Weihnachtsbaum, das ist so eine schöne Erinnerung, dass in dem Moment denken die Eltern oder die Person, die das kauft, nicht unbedingt an den Preis. Doch wer kann sich über 1.600 Euro für so ein Kleidchen leisten? Wir lernen Fatmira und Saimir aus Holland kennen. Sie sind Stammkunden. Wir wollen wissen, ist das nicht ein bisschen teuer? Nein, wenn Sie ein gutes Produkt wollen, müssen Sie auch etwas mehr bezahlen. Die Farben sind toll. Bisher habe ich hier bei Barbara viel gekauft und bin mit der Qualität zufrieden. Die Farben sind immer noch so wie am ersten Tag. Also nein, ich bin zufrieden. Die beiden sind Eltern von zwei kleinen Jungs und Fatmira ist vierfache Tante. Also packt Team Freres 6 Luxus-Geschenkboxen für die Kleinen. Für die Großen gibt es als Dankeschön ein Gläschen Champagner aufs Haus. Salute. Salute. Buon Natale. Anche a voi buon Natale. Grazie, salute, grazie, grazie. Wie viel die beiden für alle Weihnachtsgeschenke ausgegeben haben, das wollen sie uns leider nicht verraten. Barbaras Tipp für das perfekte Weihnachtsoutfit? Für besondere Anlässe, für Weihnachten oder für ein Fest haben wir den Anzug von Gucci. Der Dreiteiler kostet 2.113 Euro. Die Idee dahinter? Papa und Sohn im gleichen Outfit. Mini-Me heißt der Trend und wird gerade von Promis auf Insta und Co. gefeiert. Der Mini-Me-Look ist sehr beliebt. Das heißt, wenn die Eltern tragen eine bestimmte Marke oder bestimmten Stil vertreten, das Kind bekommt auch was zu den Eltern, zu der Familie, zu den Reisen, wo die fahren, passt. Viele fahren zum Skilaufen, viele fahren nach Malediven. Das heißt, wir müssen jetzt haben alles für Wintersport. Wir müssen schon haben für die Sommersachen und für besondere Anlässe. Wir sind dafür auch spezialisiert. Janika ist Assistant Store Manager und berät nicht nur die Eltern, sondern kümmert sich auch um die Wünsche der Kinder. Am schönsten finde ich es, wenn die Kinder mit dabei sind. Die haben Freude dran, die können es anprobieren, die Eltern sind entspannt und sind auch glücklich, weil die am Ende wissen, mein Kind war da, hat es anprobiert und es wird auf jeden Fall passen. Hallo, seid ihr gut angekommen? Ja. Extra aus Belgien ist Familie Bartsch angereist, auch Stammkunden und in diesem Jahr zum dritten Mal hier in der Luxusboutique für Kinder. Die Kids werden am Basteltisch geparkt. Mutter Jolina, Vater Jürgen und Baby Haley können entspannt shoppen. Es ist immer schön, auch exklusive Kleidung zu kaufen. Natürlich kann man sagen, als Normalverdiener muss das sein. Für Kinder, die wachsen so schnell. Aber es gibt ja sehr viel auch Billigkleidung, die nicht lange hält. Und ich meine, wenn man auch ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, kann man sich auch mal schöne Sachen kaufen. Das ist das Leben. Jürgen hat sein Geld im Fußballgeschäft gemacht und ist jetzt ein erfolgreicher internationaler Unternehmer. Töchterchen Naomi sucht sich ihre Lieblingskleider selbst aus. Die Dreijährige weiß genau, was ihr gefällt und entscheidet sich für ein Kleidchen für 299 Euro. Sohnemann Jaden ist nicht viel bescheidener. Die Sweatjacke von Palm Angels und die Mütze kosten zusammen 708 Euro. Das ist eine Lebensqualität einfach, die man sich leistet, ne? Und man kann sich jetzt 10 Lamborghinis kaufen oder dann nur ein vielleicht, in Anführungszeichen, und dann schöne Sachen, in denen man sich einfach wohlfühlt. Für Inhaberin Barbara Freres ist die persönliche Beziehung zu ihren Kunden das Wichtigste. Das ist meine Welt. Ich liebe die Mode, ich liebe die Kinder, ich liebe die Familien. Ich betreue die ja schon 45 Jahre und für mich ist das immer eine Emotion. Ich möchte nicht nur verkaufen, ich möchte Freude machen. Luxusmode im Mini-Format, damit diese Kinder mit ihren Eltern mithalten können. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.